Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Manchmal stellen wir uns vor, wie es werden muss. Gott hat seinen eigenen Zeitplan und du darfst wissen, dass er ihn auch einhält. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen und wir wollen etwas über Gottes Gedanken reden. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gottes Gedanken. Da lesen wir etwas in Jesaja 55, Vers 8. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, wir sehen hier, dass wir oftmals meinen zu wissen, wie Gott denkt. Und hier heißt es, dass das seine Gedanken viel höher sind, sogar in der Dimension wie Himmel und Erde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns anmaßen können zu wissen, wie Gott in der Summe denkt. Wir wissen viel aus der Bibel. Wir wissen ganz genau, er denkt nur Liebe über uns. Liebesabsichten hat er über uns. Und seine Gedanken, ja, sind dir ein Leben auf dieser Erde zu ermöglichen. Seine Gedanken sind, dass seine Liebe so grenzenlos für dich sind. Und er ist einfach grenzenlos. Er hat nur Liebesabsichten. Und wir denken so viel, wie man auch im Irdischen denkt. Und seine Gedanken sind viel höher, wie wir hier in dem Vers lesen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Du sagst vielleicht, ja gut, dann ist er oben wie ich unten, ich mache meine Wege, er macht seine. Nein, er möchte wirklich uns seine Gedanken mitteilen. Er möchte uns seine Wege mitteilen für uns, dass wir diese gehen. Wir gehen oft den eigenen Weg, obwohl wir Christen sind, machen was wir wollen, sagen Gott hilf. Und er möchte eigentlich seine Gedanken uns wissen lassen, damit wir diese Gedanken erkennen und dann auch auf den richtigen Weg laufen und gehen, wo er uns haben möchte. Er ist einfach grenzenlos. Wir können es vielleicht nicht begreifen, aber versuch's heute mal wieder ein Stück mehr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Gedanken der Liebe, der Größe, der Herrlichkeit über unserem Leben hast. Und danke, lass es uns wieder ein Stück mehr begreifen, Herr. Herr, deine Gedanken über unserem Leben. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns ihre große Not. Sie schreibt, habe Lungenkrebs und Gehirnmetastasen. Gestern haben wir das Palliativteam mit dazu bestellt zur Unterstützung. Bitte betet für mich. Das tun wir gerne. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst mit diesem Lungenkrebs und diesen Metastasen. Danke, Jesus, dass du eingreifst. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom fließt und dass dieser Krebs besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über ihrem Leben. Und ich danke dir, dass du vollkommene Heilung schenkst. Danke, Jesus, dass jede Zelle, die nicht hingehört, eintrocknet durch das Blut Jesu im Namen Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns dieses Gebetsanliegen für ein Baby. Hallo, unser ungeborenes Baby hat leider eine Omphalocele. Das ist Leber und Darm außerhalb des Bauches. Dies wurde in der 10. Schwangerschaftswoche festgestellt. Bitte, lieber Gott, heile unser Baby und dass wir es kräftemäßig gut überstehen oder unser Baby sich noch gesund entwickelt. Und egal, was für schwierige Namen etwas hat, Gott ist größer. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Baby kennst. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass dieses Baby heil wird in diesem Mutterleib. Danke, Jesus, dass du alle Organe wieder an den richtigen Platz bringst. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über diesem Kind, über diesem Baby. Ich danke dir, Jesus, du bist der Herr und du bist größer als jede Krankheit oder alles.
alles, was sich aufmachen will. Danke, Jesus. Sei auch den Eltern ganz nahe. Schenk ihnen Kraft und Zuversicht und Frieden. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Per E-Mail schreibt eine Frau folgendes Anliegen. Liebes Gebetsteam, hiermit möchte ich euch bitten, für meine Mutter zu beten. Seit circa 3 Wochen sieht sie auf einem Auge nicht gut. Arzt sagt, alles sei okay. Nun soll sie noch ihre Nerven überprüfen lassen. Bitte betet für sie. Vielen Dank und Gottes Segen. Ja, Herr, danke, Herr, dass du auch wirklich dieser Mutter ganz, ganz nahe bist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass Herr je alle Nervenstränge wieder volle Funktion, Herr, wir hineinrufen in deinem Namen, Jesu. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Dort, wo Ärzte nicht mehr weiter wissen, keinen Rat haben oder nichts finden und trotzdem es da ist. Ich danke dir dafür. Du bist der Herr und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, den ganzen Körper durchströme mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Heilungskraft. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Familie. Ich bitte um Gebet noch immer für meinen Sohn und Mann, dass sie befreit werden von Alkohol und Drogensucht und dass mein Sohn sein Leben in Griff nehmen kann und sich eine eigene Wohnung sucht. Ja, auch dafür beten wir gerne. Wir kommen ja gerade zurück von Israel. Und dort haben wir eine Drogenarbeit in Haifa. Die haben wir dieses Mal ausgiebig besucht und haben Zeugnisse gehört, wie wirklich Drogensüchtige aussichtslos zum Teil von der Polizei gebracht werden und wirklich mit Gottes Hilfe und mit Therapie zusammen das so richtig gut funktioniert, wer frei werden will. Der kann frei werden und wir beten jetzt auch für diese Situation. Danke, Herr. Danke, Herr, für diese beiden, Herr, die Alkohol- und Drogensucht-Probleme haben. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, du bist der Herr, der all dieses Zeug besiegt hat. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass Wunder geschehen. Lass diese Menschen auch bereit sein, Herr, frei zu werden. Und Herr, dass sie an die richtige Stelle kommen, Menschen, die ihnen helfen, dazu frei zu werden. Und danke, Herr, Herr, dass wir ein Zeugnis erleben dürfen, Herr, dass du es getan hast. Amen. Amen. Und viele Gebetserhörungen gehen auch bei uns ein. Und Gott erfüllt Wünsche, wie diese Frau aus der Schweiz berichtet. 4 Jahre lang wollte ich den Job wechseln und schrieb Bewerbungen. Ich dachte, ich bin wohl schon zu alt. Ihr habt für mich gebetet. Dieses Jahr im Mai konnte ich einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Es ist der Job, den ich mir gewünscht hatte. Gott kommt nie zu spät. Wie schön. Und aus Frankreich kommt diese Gebetserhörung. Mein Blutdruck war außer Kontrolle geraten. Jetzt ist er normal. Die Schwindelattacken sind verschwunden und mein Cholesterinspiegel ist massiv gesunken. Und ein Mann schreibt uns, was er mit Gott erlebt hat. Jesus erhört Gebete und er hat mir tiefen Frieden geschenkt. Er hat Frieden in die Beziehung zu meinem ältesten Sohn gebracht. Wir haben wieder regelmäßigen Kontakt. Er hat mir einen guten neuen Mieter für meine vermietete Wohnung geschenkt und meine Finanzen in den letzten 12 Monaten vollständig neu geordnet und aufgestellt. So viele Gebetserhörungen. Wie schön ist das? Normale Schwangerschaft nach Gebet. Anfang des Jahres hatte ich um Gebetsunterstützung für die Schwiegertochter meiner Freundin gebeten. Sie ist 39 Jahre alt. Das Gebet wurde erhört. Nachdem sie 2 Fehlgeburten hatte und eine Hormontherapie geplant war, habe ich mich an euch gewandt. Kurze Zeit später war sie wieder schwanger und erwartet im November ihr erstes Kind. Die regelmäßigen Untersuchungen ergeben eine ganz normale Schwangerschaft. Danke Gott und euch. Wie wunderbar, wie Gott doch Gebet erhört und Wunder tut. Ja, in einer Sendung haben wir ein Gebetsanliegen für eine Schwangerschaft, wo Probleme ist,
wo Probleme sind. Und jetzt hören wir gerade von Isolde eine andere Schwangerschaft, wo wirklich Gott schon das Gebet erhört hat. Und Gott ist so gut. Hat er was bei dir getan? Lass es uns wissen. Und der Tipp des Tages? Ja, Gott denkt gut über dich. Du sagst, ich bin aber kein guter Mensch. Gott denkt gut über dich, weil er sieht dich aus der Sicht der Errettung. Er sieht dich aus der Sicht der Sündlosigkeit, weil wir auf ihn alles werfen dürfen. Wir dürfen es auch ans Kreuz werfen, all unsere Sünden, wie wir es kennen. Wenn du sagst, wie werfe ich es ans Kreuz? Bekenne deine Sünden vor Gott. Du brauchst da nicht mal einen Menschen dazu. Tu es aufrichtig vor Gott. Wenn du einen Menschen brauchst, nimm einen Menschen, Seelsorger, einen Pastor. Aber wie gesagt, du kannst es auch alleine tun. Und versuch mal heute aus dieser Perspektive zu leben. Nicht Gott, ach Gott, ich habe das wieder und ach Gott, das und ach Gott, wie bin ich doch so schlecht. Nein, Gott denkt gut über dich. Lebe heute mal einen Tag mit dieser Perspektive. Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ich möchte dich einladen, Sonntag 10 Uhr wieder zum Gottesdienst. Wir haben ein ganz interessantes Programm, nächsten Gottesdienst. Und das Thema ist im Großen und Ganzen, Gott hat was Neues für dich und für viele Sachen, die wir im Missionswerk haben. Ich möchte nicht alles verraten, schalte einfach ein, Sonntag 10 Uhr über YouTube oder im Livestream. Wir wünschen dir von Herzen Gottes Segen und bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.